So, Königssamen Villa. Was passiert hier? Du hast dich in den Prüfungen der... Güldenfälle gestellt. Ich bin sehr stolz auf dich. Nun ist auch der letzte Test bestanden und ich erkläre deine Prüfung hiermit für beendet. Geschafft. Und das bedeutet? Da kommt jetzt noch ein Bosskampf, oder? Oh ja, der Königssamen soll dir gehören. Es gibt nichts, das ich dich noch lehren könnte, Prinz Florian. Wenn ich es recht bedenke, habe ich dich sowieso nicht viel gelehrt. Na, das ist ja auch mal... Kriegen wir den jetzt einfach so? Ich dachte, da kommt noch ein Bossfight. Komm, den klaut doch jetzt jemand, oder? Verarsch mich nicht. Ich jetzt? Hier fehlt ja komplett der Bossfight in der Welt. Hatten sie keine Ideen mehr, die Entwickler? Dabei hatten sie doch so mega viele Ideen hier. Und so meisterten Daisy und der Prinz mutig alle Herausforderungen. Ihre Reise durch das Blumenkönigreich ist jedoch noch längst nicht vorbei. War diese letzte Prüfung nur die erste von vielen? Werden sie auch die restlichen Königssamen finden? Wen können wir heute noch alles besamen? Das ist die Frage. Ich glaube an dich! Ich glaube an dich! Oh, so süß. Den hätte ich zum Beispiel auch gerne synchronisiert. Ich glaube, so optimistische Stimme hätte ich gehabt. Ich glaube an dich. Hätte ich das gedurft? Lass uns mit einer Propellerblüte zu der Blüteninsel zurückfliegen. Hier glänzt alles so schön, aber lass dich davon nicht ablenken und halte dich gut fest. Tada! Die war aber jetzt deutlich kürzer als die anderen, oder? Es sei denn, ich habe da schon noch einiges verpasst. Das kann natürlich auch sein. Da gab es bestimmt auch noch Secret Exit irgendwo, den ich noch nicht gefunden habe, ne? Und jetzt geht's Bowser an den Kragen. Zumindest ein Stückchen weit wieder, ne? Kabuff. Und... Flutsch. Ihr Nervensägen! Hört auf damit, meinen armen, wehrlosen Piranha-Wolken anzugreifen! Jetzt bin ich mächtig sauer, aber denkt nicht, dass ich mich schon geschlagen gebe! Meine Vorbereitungen für das große, nein, das riesige Wunder habe ich nicht unterbrochen. Warum hört ihr nicht endlich damit auf, es mir zu verderben? Und freut euch einfach drauf. Peach, you're so cool. Das klingt ziemlich übel. Was plant er nur? Wir müssen weiter Königssamen sammeln. Je eher wir alle haben, umso schneller reichen wir Bowser. Mal überlegen, uns fehlen noch genau 3 Königssamen. Einer sollte in der wolkenlosen Wüste sein, ein weiterer in der Fungimine und einer in der Magma-Tiefen. Wenn du dir diese Gebiete noch einmal auf der Gesamtkarte ansehen möchtest, drücke L und dann X. Was meinst du, wohin sollen wir zuerst reisen? Die Entscheidung überlasse ich ganz dir. Ja, Welt 4. Was zählt als Welt 4? Bin fertig mit Abendessen, Mario. Schön. Aber hast du nicht gesagt, du musst später weg? War das nicht später? Ich dachte, das war noch später als 17.58 Uhr. Okay, wusstest du? Ja, ich weiß alles. Das haben wir schon geschafft, ne? Ja, genau. Das ist neu. Höhle der Juwelenblöcke. Guck mal, das hat nur 2 Sterne. Das wird jetzt easy peasy cheesy. Lemon squeezy. Wadeezy. Was laber ich wieder? Okay. Oh. Ah, das sind die Twomp. Die Twomp-Ding. Oh. Warte. Genau, da muss man wahrscheinlich auf drauf gehen, ne? So. Da muss man drauf gehen. Alter, eine neue Verwandlung! Habe ich das aus Versehen richtig gemacht? Wenn man sich duckt. Dann kann man hier... Alles. Ich habe es aus Versehen richtig gemacht. Ich habe mich gedacht, da kann man sich bestimmt einbuddeln hier. Okay. Okay. Ja, warte, die brauche ich. Okay, das ist mega cool. Aber das lässt einen wieder massig
Möglichkeiten einprogrammieren in die Level, wo ich keine Ahnung habe, ob ich sie dann so schnell entdecke. Verstehst du, was ich meine? Oh Gott. Oh Gott. Alter. Ich bin frei. Oh, du bist frei. Oh, das ist schön. Wenigstens habe ich einen gerettet. Komm mal hier. Komm runter. Einer weniger. Noch einer. Oh Gott. Ich sag ja, hier gibt es bestimmt massig Rätsel. Guck mal hier, das mit der Röhre hier unten. Was hat es damit auf sich? Das sieht so auffällig aus. Ah, warte mal. Warte. Ich versuch mal was. Das Beste sind immer noch deine Disney-Synchronisation. Meine Kinder lieben es. Oh, das ist lieb von dir. Dankeschön. Oh Mann, wieso schaffe ich das nicht mehr? So, warte. Oh, der geht in die falsche Richtung. Der geht immer in die falsche Richtung. Ich muss ihn dazu bringen, in die andere Richtung zu gehen. Hier. Ja, hier, genau. Hä? Okay, das hat nichts gebracht. Hä? Wie kommt man da hin? Ach so! Ach so! Alles klar. Ich dachte, ich muss auf die, von der anderen Seite irgendwie da reinkommen oder so. Anapilu, ich esse gerade. Was gibt's denn Leckeres zu essen bei dir? So, hier muss man bestimmt nachdenken, oder? So. Okay, da habe ich das One-Up. Gibt's hier sonst noch was? Ist hier nur ein One-Up? Ups. Okay, ich kann den oberen nicht befreien. Scheiße. Warte mal. Ah doch, hier, warte. So. Habe ich ihn befreit? Oder muss alle kriegen wahrscheinlich. Vielleicht kriegt man dann irgendwie einen Bonus, wenn man alles kaputt gemacht hat. Ich versuch's mal. Was? Reis Kasimir von der Arbeit. Was ist denn Reis Kasimir? Oh, das gibt's ja gar nicht. Nur ein Ab. Dafür mache ich mir die Mühe. Kann man heute auch wieder Charakter wechseln machen? Gut, es spielen jetzt nicht. Es spielen halt auch ein paar Leute gerade mit. Also in der Lobby. Warte mal. Wer ist denn alles in der Lobby? Kann ich das hier sehen? Also Mario spielt auf jeden Fall gerade mit. Ich weiß nicht, ob das viel bringt, wenn halt eben zwei Leute halt Charaktere blockieren. Dann bringt das nicht viel. Also wie gesagt, ich habe nichts dagegen, dass manche Leute hier... Ich habe nichts dagegen, dass manche Leute hier mitspielen und quasi die Charaktere dann wählen. Also wirklich überhaupt nichts dagegen. Aber dann bringt halt Charakterwechsel nicht wirklich viel. Ne? So, oh, Alter. Okay, da muss man sich komplett... Da muss man sich komplett umorientieren. Irgendwie fällt mir das gerade echt schwer. Warte. Mann, wie komm ich da hoch am besten? Ja, so. Okay, warte. Okay, ah, da war nur so ein Ding drin. Okay, ich habe ein bisschen Hoffnung gehabt, dass es mehr war. Nee. Oh. Nein! War nur eine Frage, wenn ich es auch nicht schlimm. Nee, ich wollte sie nur antworten. Ich wollte sie ja nur beantworten. Och nein, ich habe es mir versaut. Och nö. Ich will da auch hoch. Und jetzt? Ach du Scheiße! Nein! Ach du Scheiße! Nein! Oh Gott, warte, nein, ducken! Oh, Alter! Ich sehe hier nichts, da unten ist das Ding! Warte! Hier, nein, rüber! Warte! Oh Gott! Warte, wie komme ich hier rüber? Nein, schnell! Oh, Alter! Oh, Zeitdruck!
Mir fehlt eine 10er-Coin auf jeden Fall. Guck mal, Mario, wie lustig das aussieht. Wie Mario da noch rumschwebt. Toll gemacht. Toll gemacht, dankeschön. Schweizer Gericht aus Reis, geschnetztem Kalbfleisch, Currysoße, Bananen, Ananas und Pfirsichstücken, das mit gerösteten Mandelsplittern garniert und einem Ring aus Langkornreis serviert. Wow. Lass die Banane weg, dann bin ich dabei. Ich bin nicht so der Bananenfan. So, die kriege ich aber wenigstens hier, ne? Aber wie? Okay, warte. Oh Gott. Oh Gott. So. Oh Gott, nein! Wie komme ich denn da hoch? Ja, so. Na, ach so. Nee, da kommt man so nicht weiter. Okay, da muss ich wahrscheinlich rüber. Warte, ich muss wahrscheinlich einen anderen Punkt finden. Da, hier hoch, oder? Ja. Warte. Nee, hä? Hä? Wie geht das? Das nervt mich. Ich kann hier nicht rüberspringen. Also wenn ich dann da drin bin, also oben an der Decke klebe und dann rüber will, dann falle ich wieder nach unten. Also das geht nicht. Ich dachte, man kann von oben vielleicht, also von der anderen Seite, irgendwie da oben lang laufen und dann die Kristalle wegbashen oder so. Aber wie komme ich denn auf die andere Seite? Weil da habe ich ja das gleiche Problem. Jana, so ihr Lieben, ich verlasse euch jetzt. Habt noch viel Spaß im Stream und seid lieb zueinander. So wie immer halt. Bis bald. Jana, danke, dass du da gewesen bist. Ich wünsche dir noch viel Spaß bei allem, was du vorhast. Wie in der Schulspeisung, weil ich dort arbeite, bekomme ich auch das Mittagessen. Hatten gestern Paella. Paella ist auch lecker. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich da hochkomme. Ich verstehe es nicht. Oh, warte mal. Warte mal. Warte mal. Ach. Einfach einen verkackten Wandsprung machen. Warte. Oh Gott. Warte mal. Komm ich da hoch? Hä? Ich sehe ja nichts. Oh Gott, wie... Komm ich da rüber? Ich kann ihn nicht kaputt machen, den Kristall. Weil ich da nicht drauf komme. Ich kann nur durch Stampfattacke kaputt machen. Oder sehe ich da was falsch? Skill wechseln. Mache ich gleich, Mario. Aber ich bin gerade mitten im Level. Hallo an Lauri und an Ryan. Freut mich, dass ihr da seid. Ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Das nervt. Wie komme ich denn da rein? Ryan, wie komme ich da rein? Hätte ich es irgendwie anders machen müssen? Ich krieg die nicht kaputt. Nicht so ohne weiteres. Hä? Schau mal genau. Ja, ich versuch's gerade, aber... Ich weiß nicht wie, weil wenn ich, also ich versuche oben drauf zu klettern, um sie von oben runter zu bashen, das geht nicht. Das habe ich gerade versucht, das funktioniert nicht. So, den Wandsprung kriege ich von hier aus nicht hin, da muss ich wieder, oh. Wieder ganz durch. Warte. So. Ja, jetzt habe ich es eh verkackt, weil ich das Ding nicht mehr habe. Da ist nichts, ich komme da nicht durch. Ich verstehe es nicht. Solange ich nicht drüber komme über das Ding, habe ich keine Ahnung, wie ich da rankommen soll. Es sei denn, es gibt noch einen Skill von dieser Fähigkeit mit dem Bohren, die mir noch nicht läufig ist.
So, die Goldflagge haben wir schon mal. Aber die eine Sache fehlt mir ja noch, ne? Irgendetwas fehlt mir noch. Die beiden haben wir schon mal, das ist gut. Aber das letzte Ding, das sagt mir nichts. Da bin ich overfragged. Overfraggled. Warte mal, was fehlt mir noch genau da? Warte. So, Skill wechseln, genau. Mario, was willst du denn für ein Skill eigentlich? Du musst dir noch einen aussuchen. Such dir noch einen Skill aus, okay? Delfin, okay, alles klar. Bringt mir nichts. Du nimmst immer einen, der mir nichts bringt, ne? Das hast du gerne. Du willst es mir nur schwieriger machen, glaube ich. So. Also zwei fehlen mir, genau. Komm, busch. So, den nehme ich nochmal hier nach oben. Butsch. So, was hat es jetzt mit dem einen... Also den kennen wir ja. Also die Coin habe ich vorhin erwischt. So, die andere Coin, die habe ich die gesehen? Oder habe ich die nicht gekriegt? Ich bin mir unsicher. Hier unten war ich drin, da war keine. Okay, hier ist... Oh Gott. Hoppala. Ah, hier ist nur Mist drin. Hier kommt das Ding. Wo war denn die andere Coin? Habe ich die gesehen? Schau mal genau, stand, wurde ja noch gesagt. Oh Gott. Wo war denn die andere Coin? Hier oben vielleicht? Ach hier, genau, hier war das Problem. Genau. Genau, ja, ja, ich weiß. Hier, das hatte ich verkackt vorhin. Das hatte ich verkackt, ne? Genau, und jetzt nach oben. Ja, okay. Okay, das haben wir wenigstens hingekriegt. Ich lerne dazu. So. Achtung, Fails incoming. Oh Gott. Das ist ja einfach. Boah, ist das einfach, das Spiel. Ich verkacke gleich. Hallo, Wolfskin. Boah, viel zu einfach, das Spiel. Ist ja lame. Oh, ich gebe es wieder zurück. Sir Wonderland, Dankeschön. Dankeschön für 5 Monate. Na, bin seit langem wieder da. Hatte ziemlich Stress wegen einem familiären Notfall. Überhaupt kein Thema. Ich hoffe, es hat sich alles gelöst bei dir familiär. Und selbst wenn nicht, lass dich gerne ablenken hier in diesem Stream. Ich bin froh, dass du da bist. Und Dankeschön für deine 5-monatige Unterstützung. Vielen, vielen Dank. So, ich lasse jetzt mal den Dings in Ruhe. Genau, da oben ist jetzt die Coin. Wie komme ich da ran? Wir wissen jetzt mittlerweile, dass wir von der anderen Seite aus rankommen. Ne? Hier mit Wandsprung und so. Warte. Upsala. Jupp, 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 jupp. So, da kommen wir zumindest mal so hin. Die Frage ist nur, und hier komme ich drauf? So. Aber wie komme ich jetzt da rüber? Ich verstehe es nicht. Alles wieder Normalzustand, klar, das mache ich. Oh, das ist schön. Wenigstens ist es wieder besser geworden. Ich verstehe es nicht. Kann die Fähigkeit, hat die Fähigkeit irgendwas? Ich verstehe es nicht. Wolfskin, du kannst mir ja einen Hinweis geben. Du weißt ja, wie es geht, ne? Kannst du mir einen Hinweis irgendwie geben? Aha, ich muss also doch woanders lang in dem Fall. Wenn ich dich richtig verstehe. Aber wozu ist denn dann der Weg hier da? Einfach nur zum Triggern, dass es falsch ist? Also gibt es einen anderen Weg da hoch? Ach. Hier kann man durch. Oh Gott, danke, danke. Wolfskin, du hast mir echt geholfen, weil du hast es mir nämlich nicht direkt gespoilert, sondern du hast mir nur einen Wink gegeben. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist super. So kriegt man halt eben Tipps. Das ist super. Oh Gott. Und... Geschafft.
Das Spiel im Multiplayer zu spielen macht Spaß. Da muss man nicht alles alleine rausfinden. Das ist schön. Also doch, allein rausgefunden habe ich es halt schon, ne? Aber halt, ne, mit einem Wink. Der Wink mit dem Zaunpfahl. Möchte mich jetzt jemand mal mit dem Zaunpfahl erschlagen? Bitte kommt und erschlagt mich. So. Der Erich! Ja, hallo Erich! Wo bist du denn? Der Erich ist in der Lobby, Leute. Da oben, der Bellschuh. Oh, cool. Freut mich, dass du da bist, Erich. Bist du auch im Stream? So, jetzt kaufe ich erstmal was. Gerne Geld ausgeben hier. Versorge dich hier mit allem, was man für eine Reise in die wolkenlose Wüste braucht. Und blühe auf, lieber Kunde. Hallo, Erich. Einfach nach rechts gehen übrigens, Erich. Das ist ein Tipp an dich. So, ich kaufe mal wieder ein paar von den Dingern. Um mal wieder ein bisschen Coins loszuwerden. 58 habe ich schon. 59. Alter, cool. Das flutscht ja gerade nur zu so. Ich muss Frustshoppen machen, nachdem das Level jetzt so lang gedauert hat. Wobei, so lang war es, glaube ich, gar nicht, ne? So. Mal bis 500 runter. Jetzt wird alles besser. Ja. Weil Erich dabei ist, ne? Der kann uns alle Kniffe sagen. Hast du das Spiel schon durch, Erich? Du hast bestimmt auch schon seit mindestens Donnerstag, ne? Wahrscheinlich hast du den Tag früher gekriegt, ne? So. Peach geduckt. Ich sag ja, wir machen bis 500 und dann machen wir weiter. So, noch zwei. Jetzt haben wir die Hälfte an den Dingern erwischt. 72 von 144. Ungefähr die Hälfte haben wir jetzt. Oder ist es genau die Hälfte? Doch, ist genau die Hälfte, ne? Siehst du mal? Ungefähr. Toffi kann nicht rechnen. So. Jetzt entweder da weitermachen. Oder hier weitermachen. Oh Gott. Kamek! Oh, das ist ein Magi-Cooper. Ich kann die nie auseinanderhalten. Hab's heute Nachmittag angefangen. Bin noch hinter dir. Du spoilerst nur. Oh nein! Entschuldigung! Ich will dich nicht spoilern. Dann mach aus. Lass dich nicht spoilern. Das Spiel ist so gut. Erlebe es selber. Erlebe es wirklich selber. Oh oh. Muss ich da jetzt rein? Oder kann ich es mir noch aussuchen? Ich kann es mir tatsächlich noch aussuchen. Ja, oder wir gehen dahin. Weil da können wir ja auch schon hingehen. Ist das offiziell die vierte Welt? Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Weiß man nicht, ne? Aber wenn ich auf die Gesamtkarte gucke, dann sind die wolkenlose Wüste ist wahrscheinlich die nächste Welt, genau. Also das heißt, es müsste hier eigentlich das Ding sein. Deswegen die vierte. Ja, okay, Mustang schon sagt's auch. Nö, ich schau zu. Lass dich doch nicht spoilern! Erich, das tut mir echt, also wirklich, das tut mir in der Seele, bei dem Spiel tut es mir in der Seele weh, weil es so gut ist, wenn man es alleine erstmal spielt. Das ist wirklich, also zumindest ohne sich spoilern zu lassen. Diese wolkenlose Wüste ist trocken und wüstig. Ich brauche das ganze Wasser unbedingt für mich selbst. Sollen die anderen doch Durst haben, aber ich jedenfalls nicht. Apropos Durst, ich kratsche wieder am Hals, die ganzen Synchros zu machen, ne? Wolkenlose Wüste. Das ist also die wolkenlose Wüste. Weißer Sand, soweit das Auge blickt. Und die Dünen strahlen in der Sonne. Im Palast hier sollte es einen weiteren Königssamen geben. Puh, hier ist es ganz schön heiß. Aber wir müssen weitermachen. Drücke L, wenn du die Karte sehen möchtest. Okay. Gucken wir mal an, was hier so auf uns wartet. Mario ist... Mustang Shrimp, kennst du das jetzt auch noch nicht? Bist du jetzt komplett blind hier in dieser vierten? Du hast gesagt, vierte Welt kennst du noch nicht, ne? Oder kennst du nur gewisse Sachen in der vierten Welt noch nicht? Ein Honigtopf! Was mache ich damit? Fange ich damit Bienen? Winnie Pooh? Hä? Ach so, hä, wieso? Wo ist mein Honigtopf? Oh, ich bin so durstig. Wo ist denn das ganze Wasser? Oh, Prinz Florian, ich kann dir nicht mal ein Glas Wasser anbieten. Dieser Wüstling hat sich hier in der wolkenlosen Wüste breit gemacht und fast jeden Tropfen Wasser gestohlen. Bitte, du musst uns helfen. Bitte bring uns das Wasser zurück. Und wenn er dir nützlich sein kann, nimm diese Wundersamen. Alles noch nicht. Ah, okay. Welch üble Lage.
Schnell, wir müssen zum Palast und das in Ordnung bringen, bevor alle Poplins in der Wüste verwelken. War gerade am Erkunden, als du live kamst. Ah, okay, perfekt. Na dann. Schau mal, wo ist mein Honigtopf? Ich will meinen Honigtopf zurück! Ich fand den so süß gerade. War ein Honigtopf, weißt du, von wegen süß. So, Puh, was sagst du? Prinz Florian, die Oase ist der einzige Ort in der wolkenlosen Wüste, an dem es noch Wasser gibt. Früher gab es auch rund um den Palast viel Wasser, aber das Wasser war, das war bevor dieser Fiesling alles geklaut hat. Auf die Oase werde ich aufpassen, aber bitte befreit unseren Palast. Ja, das mache ich. Jetzt kann man erstmal wieder ein bisschen shoppen gehen. Ich gebe nur Geld aus heute. Ich weiß nicht, was los ist mit mir. Das Zwei-Stufen-Sprung-Abzeichen ist perfekt für die Wüste. Blühe und wie auf wie eine Wüstenblume, lieber Kunde. Genau, neues Abzeichen kaufen. Und natürlich den Samen kaufen. So. Aha.